Nicht nur der Innenhof, sondern auch Park und Auffahrt vom Schlosshof Hegnenberg wurden mit wunderschöner, festlicher Beleuchtung geschmückt. 3.000 bis 4.000 Besucher hatte der Markt im Vorjahr angelockt. Und darauf hoffte man auch diesmal, denn der Markt hat eine lange Tradition. Sie haben ja diesen Kipfelmarkt mehr oder weniger mit im Schloss geerbt. Seit wann gibt's den denn jetzt? Den Plätzchenmarkt, so hieß er nämlich vorher, den gibt es, glaube ich, seit 1999. Und als ich das Schloss gekauft hatte, vor 5, 6 Jahren, da fand ich eben so eine kleine Veranstaltung unten im Wirtschaftshof bei uns. Sagen wir mal, nicht sehr heimelig, aber doch mit Liebe gemacht, vor allen Dingen mit den guten Plätzchen der Damen hier, der Hausfrauen aus der Gegend. Und da habe ich gedacht, dann greifen wir doch die Idee auf. Wir haben ja nun mal dieses schöne Schloss hier und hatte dann vorgeschlagen, dass wir den ganzen Markt doch hier in den Schlosshof verlegen. Und seit dieser Zeit, denke ich, hat der Markt hier ein sehr schönes Zuhause. Im prächtigen Innenhof des eigentlichen Schlossgebäudes wurden viele selbstgemachte Waren angeboten. Und die Besucher ließen sich die kulinarischen Verlockungen gerne schmecken. Auch eine Tochter des Schlossherrn half fleißig mit und verkaufte warmen, selbstgemachten Eierlikör. Natürlich auch für den guten Zweck. Also die Idee war von vornherein, dass es rein karitativ ist. Also wir wollten ja keinen gewerblichen Weihnachtsmarkt, wie man ihn häufig in großen Städten findet, haben, sondern wir wollten eine Möglichkeit haben, wo die einheimische Bevölkerung durch den Kauf von Sachen, die in der Region produziert und gespendet wurden, einen Beitrag leisten kann, und zwar auch für Personen, die wieder in der Gegend leben. Und das kommt super an. Viele waren gekommen, um zu schlemmen und zu staunen. Schnell war man in Weihnachtsstimmung und genoss das festliche Ambiente. Wir selber haben uns ausgedacht, dass wir immer einigen bedürftigen Familien jedes Jahr einen Weihnachtseinkauf ermöglichen. Also für Montag ist es schon vorgesehen, dass wir mit 3 oder 4 Familien zusammen einkaufen gehen, und danach kriegen die eben ihre Einkäufe geschenkt. Die Familien wird es sehr gefreut haben. Alle anderen freuten sich einfach, dabei gewesen zu sein beim Kipferlmarkt auf Schlosshof Hegnenberg.